Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung "Als die Banken fielen zur Soziologie der politischen Korruption". Klingt sehr aktuell, ist es auch. Das ist alle, und der Anlass dieses heutigen Abends ist zum einen die Aktualität, zum anderen die Neuerscheinung eines Buches von Karl Ausch, das bereits 1967 erschienen ist und eben neu aufgelegt wurde. Vielen herzlichen Dank an Alexander Emanuelli, der der Initiator dessen war und gemeinsam mit der Brigitte Lehmann der Herausgeber dieser Neuauflage ist. Der Alexander hat auch sehr maßgeblich an der Zusammenkommen dieser Veranstaltung mitgewirkt. Noch vielen Dank. Das Buch ist herausgegeben im Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft. Konstantin Kaiser ist auch Vater der Theodor Kramer Gesellschaft. Bitte Applaus auch an Konstantin Kaiser und an die Theodor Kramer Gesellschaft. Das Buch kann man käuflich erwerben. Karl Ausch selber kann es nicht mehr signieren, aber vielleicht, dass Ferdinand Latziner, der ein Vorwort geschrieben hat, das signieren möchte, wenn man möchte. Oder eben die Brigitte Lehmann oder der Alexander, das ist die Herausgeberinnen. Es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, wie bereits schon vor angekündigt. Es gibt ein Vorwort auch von Ferdinand Latziner. Die Erstpräsentation hat schon stattgefunden in der Nationalbank. Die heutige Veranstaltung wird auch aufgezeichnet per Video und kann dann im Internet nochmal nachgesehen werden, wenn man möchte. Ich sage es nur, dass Sie alle Bescheid wissen drüber. Vielen herzlichen Dank an die Gäste des heutigen Tages. Ich darf Sie kurz vorstellen und dann gehen wir auch schon in die Diskussion hinein. Ich möchte beginnen mit Heinz Kinzel. Ich glaube, Sie sind zum ersten Mal hier im Republikanischen Club am Podium. Sie haben an der Hochschule für Welthandel studiert, waren ab 1947 im ÖGB, Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung. Sie haben, glaube ich, Ihre Dissertation war zur Währungspolitik, ein Thema der Währungspolitik. Sie waren Mitbegründer der sozialwissenschaftlichen Studiengesellschaft und von 1973 bis 1988 Generaldirektor und von 1988 bis 1993 erster Vizepräsident der Österreichischen Nationalbank. Sie haben Karl Ausch auch noch gekannt. Vielleicht werden wir dazu noch was hören später. Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken bei Ferdinand Latziner. Du warst schon öfter hier. Ich glaube, man kann dich auch als Freund des Clubs bezeichnen. Du hast ebenfalls an der Hochschule für Welthandel studiert. Ein paar Jahre später. Ihr habt gewisse Parallelitäten sozusagen. Du warst ab 1964 in der Arbeiterkammer, Leiter der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung dort, bist dann als Kabinettschef ins Kabinett zu Bruno Kreisky, zu Bundeskanzler Bruno Kreisky gegangen, warst dann Staatssekretär und ab 1984 zunächst Bundesminister für Verkehr und dann von 1986 bis 1995 Bundesminister für Finanzen. Du warst auch gesellschaftspolitisch immer sehr aktiv, aus der Beginn schon mit der Borodajkiewicz-Affäre, wo du sehr aktiv warst. Du hast auch in einem Sammelband des Republikanischen Clubs auch einen Beitrag geschrieben und bist gesellschaftspolitisch sehr aktiv. Und daher kennen wir uns auch schon länger. Daher darf ich dir bei du sein. Vielen Dank an die Brigitte Lehmann auch. Brigitte Lehmann ist im Vorstand. Kann man bitte den Wecker abschalten? Brigitte Lehmann. Dankeschön. Danke sehr. Brigitte Lehmann ist im Vorstand des Republikanischen Clubs, ist Sozialwissenschaftlerin, hat Lehraufträge an der Universität Wien gehabt, war Zeitschriftenredakteurin und Autorin, hat zahlreiche Publikationen herausgebracht, also eben auch dieses "Als die Banken fielen" zur Soziologie der politischen Korruption, aber auch, wir haben aber auch noch hier weibliche Einsicht in Gesellschaftspolitik,
Da gibt es auch noch zwei Exemplare. Du bist Käthe Leichter Preisträgerin 2007 und du wirst jetzt kurz, ich darf dir gleich das Wort geben, erläutern, wie kam es zu dem Buch und kurz vielleicht zur Person Karl Lausch. Dankeschön. Im Vorwort zu seinem Buch schreibt Karl Lausch unter anderem, dass jene Bankenzusammenbrüche und Bankenskandale der Ersten Republik keineswegs nur die Angelegenheiten der betroffenen Institute waren. Sie haben vielmehr zu den schwersten wirtschaftlichen und finanziellen Erschütterungen in der Ersten Republik geführt, die Existenz zahlreicher Betriebe gefährdet oder vernichtet und mit ihren Ausstrahlungen unzählige private Haushalte getroffen. Sie haben die Staatsfinanzen an den Rand des Abgrunds gebracht, die Währung gefährdet und schließlich beinahe 30 Milliarden Schilling öffentliche Mittel verschlungen. Nicht zu ermessen ist der moralische Schaden, den sie angerichtet haben, denn die Aufdeckung der Bankenskandale enthüllte eine politische Korruption ohnegleichen, die das Vertrauen weiter Bevölkerungskreise in die damals noch sehr junge parlamentarische Demokratie Entschuldigung, und ihre Einrichtungen schwer erschütterte. Das Buch Als die Banken fielen, 1968, nach meinen Informationen, kann auch sein, 67, erschienen ist seit Jahrzehnten vergriffen und ebenso wie sein Autor Karl Lausch fast vergessen. Vor allem für jüngere Menschen ist das Buch aus dem Blickfeld geraten. Alexander Emanueli hat das Buch in einem Antiquariat entdeckt und war von dem spannend geschriebenen Buch fasziniert, da es auch in einer auch für ökonomische Laien verständlichen Weise einen fundierten und detailreichen Einblick in die Ursachen und Hintergründe der Wirtschaftskrise und der Serie von Bankenskandalen und Krachs der 1920er und 1930er Jahre gibt, die Verursacher und Schuldigen benennt und teils beklemmende Ähnlichkeiten mit heutigen Krisen und Bankenzusammenbrüchen erkennen lässt. Somit eine wichtige Basis für aktuelle Reflexionen zu Korruption und Ökonomie wäre. Ein weiterer Grund, eine Neuausgabe des Buches in Angriff zu nehmen, war für den Exilforscher Alexander Emanueli, den fast vergessenen Karl Lausch, der zu den Autorinnen des Exils gehörte, und seine Arbeiten wieder in Erinnerung zu rufen. Wir beide haben eine biografische Skizze, also haben uns bemüht, den Lebenslauf von Karl Lausch zu rekonstruieren, was nicht ganz einfach war. Und ich gebe im Folgenden eine kurze biografische Skizze von dem, was im Buch im Nachwort nachzulesen ist, genauer. Karl Lausch war Journalist, Ökonom und einer der bedeutendsten Wirtschaftspublizisten der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Sein ökonomisches Wissen hat er sich großteils autodidaktisch angeeignet. Geboren 1893 in Wien, in einer gutbürgerlichen Familie aufgewachsen, besuchte er die Handelsakademie der Wiener Kaufmannschaft am Karlsplatz. 1911 begann seine berufliche Laufbahn als Kontist in der Buchhaltung der Länderbank. Als Bankbeamter engagierte er sich in der Gewerkschaft der Bankangestellten, schloss sich der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei an. Mag sein, dass seine Verehrung für Hugo Breitner, den legendären Finanzstadtrat des Roten Wien, der wie Karl Lausch zunächst Mitarbeiter der Länderbank war und 1906 eine schlagkräftige Sektion der Gewerkschaft der Bank- und Sparkassenbeamten aufgebaut hatte, zu seiner Politisierung beigetragen hatte. Karl Lausch studierte das Finanzkapital von Rudolf Hilferding ebenso wie die Schriften von Karl Marx und Karl Kautsky. Mitte der 1920er Jahre begann er selbst zu publizieren und im Rahmen der Bildungsarbeit der Sozialdemokratischen Partei Vorträge zu halten und Kurse zu leiten.
1927 wurde die sozialdemokratische Tageszeitung Das Kleine Blatt gegründet. Ausch wurde Mitglied der Redaktion der neu gegründeten Zeitung. Und da er ein begeisterter Theaterbesucher war, schrieb er neben wirtschaftspolitischen Artikeln auch Theaterkritiken für das Blatt. Seine Frau Josephine verfasste ebenfalls für das kleine Blatt unter ihrem Mädchennamen Josephine Fischer regelmäßig kleine, von dem Zeichner Franz Plachy illustrierte Geschichten, die Bobby-Bär-Geschichten, die bei Kindern außerordentlich beliebt waren. 1932 verfasste Karl Ausch den Leitfaden für das im November 1926 beschlossene Linzer Programm der SDAP, der fast so umfangreich ist wie das Programm selbst. Nach den Februarkämpfen 1934 verloren Karl und Josephine Ausch sowie die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der sozialdemokratischen Presse ihre Arbeit beim Kleinen Blatt. Die in die Illegalität gedrängte sozialistische Bewegung bildete ein Schattenkomitee. Die politische Führung der im Entstehen begriffenen illegalen Partei Revolutionäre Sozialisten, die sich zunächst aus den losen Zusammenkünften sozialistischer Redakteurinnen und Redakteure bildete. Ausch schloss sich dem Schattenkomitee an. Zum ersten Führungsgremium gehörten unter anderem Oskar und Marianne Pollack, Otto und Käthe Leichter, Schiller Marmorek und Jack Hanak. Um die Familie durchzubringen, gründete Josephine Ausch ein Importunternehmen für Ölsardinen. Möglicherweise hat sie die dafür notwendige Konzession über den Fleischhauereibetrieb ihres Vaters erhalten. 1936, als bereits die meisten Mitglieder des Komitees der revolutionären Sozialisten im Gefängnis oder im Exil waren, übernahm Karl Ausch mit Unterstützung von Lili Fulda, die bis Februar 1934 Sekretärin der Arbeiterzeitung war, die Leitung des Informations- und Nachrichtendienstes der revolutionären Sozialisten. Dieser Nachrichtendienst erschien seit 1934 wöchentlich und war von besonderer Bedeutung, weil er über die Haltung der Partei zu aktuellen Fragen, die Arbeit im Untergrund, den Terror des autoritären Staates ebenso berichtete wie über die politische und soziale Entwicklung in der Zeit zwischen 1934 und März 1938. 1937 war es für Karl Ausch zu gefährlich geworden, in Wien zu bleiben. Ende des Jahres emigrierte er gemeinsam mit seiner Frau, seiner Tochter, seiner Mutter und seiner Schwester nach London. Mit Hilfe von Johann Hirsch, bis Februar 1934 ebenfalls Redakteur des Kleinen Blattes, fand er Arbeit als Handelsangestellter in einer Bijouteriefirma. Neben seinem Job vertiefte er sich weiter in seine Studien zur Nationalökonomie. Er konnte wieder offen politisch aktiv werden und wichtige politische Kontakte herstellen. Im Jänner 1940 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Austrian Labour Clubs. Er war ebenfalls Mitglied des April 1941 gegründeten Londoner Büros der österreichischen Sozialisten in Großbritannien. Das Londoner Büro war neben der von Fritz Adler in New York geführten Auslandsvertretung die zweite handlungsfähige Parteigeschäftsstelle der österreichischen Sozialisten im Exil. Als Wirtschaftsexperte des Londoner Büros war Karl Ausch Verfasser der planwirtschaftlich orientierten ökonomischen Nachkriegskonzeption der österreichischen Sozialisten in Großbritannien. Er war auch in die Aktivitäten anderer sozialistischer Exilorganisationen eingebunden, publizierte Broschüren, hielt Vorträge und war Mitarbeiter der monatlich erscheinenden London Information of Austrian Socialists. Karl Ausch hat seine Tochter, seine Schwester, seine Mutter und sich selbst nach den rassistischen Gesetzgebungen der Nazis Juden, Jüdinnen bzw. die Tochter Halbjüdin vor der Nazi-Verfolgung retten können. Ein schwerer Schicksalsschlag blieb der Familie dennoch nicht erspart. Die Tochter der Auschs
Helene erkrankte nach dem Genuss von verseuchter Milch an Magentuberkulose. Sie starb nach langem Leiden 1942 im 18. Lebensjahr. Ab August 1945 war Karl Ausch Londoner Korrespondent der Wiener wiedererscheinenden Arbeiterzeitung. Im November 1945 kehrten Karl und Josephine Ausch nach Wien zurück. Er übernahm die Verantwortung für das kleine Blatt, jetzt eine Wochenzeitschrift, und wurde Wirtschaftsredakteur der Arbeiterzeitung. Beides war ihm allerdings zu viel und er konzentrierte sich darauf, die Wirtschaftsredaktion der Arbeiterzeitung aufzubauen. Für ihn begann jetzt eine sehr produktive Zeit. Er schrieb rund 1000 Artikel, eine Auswahl davon veröffentlichte er 1963 in dem Buch Erlebte Wirtschaftsgeschichte, Österreichs Wirtschaft seit 1945 und 1965 in dem Buch Licht und Irrlicht des österreichischen Wirtschaftswunders. Karl Ausch war aber nicht nur Beobachter und Kommentator der österreichischen Volkswirtschaft der Nachkriegsjahre. Seit 1952 war er Generalratsmitglied der österreichischen Nationalbank. Er gehörte mehreren Aufsichtsräten an, unter anderem dem der österreichischen Länderbank. 1960 verließ er die Arbeiterzeitung und wurde Vorstandsdirektor der Girozentrale der österreichischen Sparkassen. Er publizierte auch weiterhin vor allem in den Zeitschriften Arbeit und Wirtschaft und Zukunft. In der volkswirtschaftlichen Fachwelt genoss Karl Ausch hohes Ansehen. Es wurden ihm Preise, etwa der Preis der Stadt Wien für Publizistik, zuerkannt. Die Hochschule für Welthandel verlieh ihm 1974 zu seinem 80. Geburtstag den Titel des Ehrensenators. Der Arbeitskreis Benedikt Krautzke, dessen Mitglied er war, stiftete im selben Jahr den Karl-Ausch-Preis für Wirtschaftspublizistik. Karl Ausch starb, 82-jährig, am 20. Juni 1976 an einem Herzversagen. Josephine Ausch lebte noch einige Jahre in einem Altersheim. Sie starb am 18. November 1981. Vielen Dank, Brigitte, das hat einen Einblick. Jetzt möchte ich gleich Heinz Kinzel das Wort geben. Sie haben Karl Ausch gekannt und vielleicht können Sie uns da den einen oder anderen Aspekt erläutern oder beleuchten. Ja, also gekannt ist stark untertrieben, wir waren dick befreundet. Ja. Ich habe immer noch eine gute Erinnerung, wie ich ihn besucht habe an der Raxe, seine Ausscheißung etwa. Wir haben einmal im Monat uns, nachdem er schon ausgeschieden war, aus der Nationalbank auch, immer wieder getroffen, gemeinsam mit Andreas Korb und dem Philipp Rieger. Karl Ausch hat mir, und damit beginne ich, als ich Generaldirektor in der Nationalbank wurde, bei einem Gespräch einmal über die Entwicklung der österreichischen Wirtschaft eine leichtfertige Bemerkung entlockt. Ich habe ihm gesagt, naja, mit den 2,5%, das ist nun ein Inflationchen. Darauf hat er mich sozusagen umgespitzt, geistig natürlich, umgespitzt in die Erdkraut, nicht wahr? Und hat gesagt, für einen Generaldirektor der Nationalbank darf es kein Inflationchen geben. Das war also der Wegweiser, den er mir also gegeben hat. Vielleicht darf ich noch einiges hinzufügen über seine Tätigkeit in der Nationalbank. Er war im Generalrat hoch angesehen. Ich bin ja 66 in den Generalrat eingezogen und nachher erst Generaldirektor Stellvertreter geworden, dann Generaldirektor und. Und da hat er also natürlich ein sehr großes Ansehen gehabt. Und wenn also Sie gesagt haben, dass er in Vergessenheit war, dann war es nur in Künstlerkreisen oder in Kreisen von Literaten oder sowas, aber in den Ökonomenkreisen mindestens einmal im Monat ist über ausgesprochen worden. Er war immer noch gegenwärtig. So wie man gesagt hat, wenn drei Leute zusammenkommen in Wien, über kurz oder lang reden über Politik, über kurz oder lang reden sie über den Kreis. Und so war es bei den Ökonomen
immer wieder wurde Asch zitiert, auch mit seinem Buch Als die Banken fielen. Das vielleicht so viel zum Persönlichen und noch eine ganz kleine Anekdote. Es war dann mal eine Veranstaltung, so einem lockeren Kreis von ungefähr so viel wie hier, und es waren also die ganz großen Kapazitäten der Finanzwelt, Deutschland, Österreich. Und ich saß also neben dem Generaldirektor des Deutschen Sparkassenverbandes, nicht wahr? Und auf einmal geht die Tür an und ein kleines Männchen in einem Hubertusmantel kommt herein, alter Herr, alle stehen auf, hallo, hallo, Herr General, Herr General. Der hat mich gefragt, wer ist das? Sag ich, das ist der Generalrat Asch, er ist schon gar nicht mehr im Generalrat, heißt noch immer Generalrat und wird von allen Ökonomen verehrt. So viel also mein gewagter Widerspruch zu dem, er ist in Vergessenheit geraten. Ja. Vielen Dank mal dazu. Jetzt, weil wir jetzt wahrscheinlich dann auch noch ins Gespräch kommen, jetzt möchte ich zunächst mal auch Ferdinand Lazziner einbinden. Karl Ausch hat in seinem Vorwort zu dem Buch, so zum erst erschienenen Buch 1968, geschrieben, was war seine Motivation? Junge Nationalökonomen haben ihn gefragt, was ist damals gewesen, was hatte es auf sich mit diesen Bankenzusammenbrüchen in der Ersten Republik und den Bankenskandalen. Vielleicht, dass wir ganz kurz diesen Aspekt noch beleuchten und dann versuchen zu schauen, ist das vergleichbar mit dem, was jetzt passiert oder nicht, oder was war anders. Vielleicht, dass du uns kurz einen Einblick auch dazu geben kannst. Gerne, ja. Vielleicht nur ein paar Stichworte dazu. Also, was Ausch geschrieben hat, war ja nicht nur eine Geschichte der Bankenzusammenbrüche in Österreich und der Pleiten, die es im Finanzsektor gegeben hat, sondern der Untertitel dieses Buches heißt ja zur Soziologie der politischen Korruption. Das heißt, es ging auch um die politischen Zusammenhänge, die mit den Schwierigkeiten, letzten Endes auch mit den Zusammenbrüchen im Finanzsektor und mit der starken Belastung der öffentlichen Haushalte verbunden waren. Die Ursachen dafür sind wie immer vielfältig. Also was es sicherlich gegeben hat, war, dass in diesem Nachfolgestaat der österreichisch-ungarischen Monarchie Wien der Finanzplatz oder der wichtigste Finanzplatz der Monarchie war und von daher das österreichische Bankensystem oder der Wiener Bankplatz weit übersetzt war. Das heißt, es hat die Größe der österreichischen Banken mit dem, was die Wirtschaftskraft Deutsch-Österreichs, wie es ursprünglich heißen sollte, oder eben dann der Österreichischen Republik, der Ersten Republik, überhaupt nicht harmoniert. Es war zwar so, dass einige der großen Banken, unter anderem die Kreditanstalt, aber nicht nur sie, ihre Tochtergesellschaften oder Beteiligungsgesellschaften in ehemaligen Staaten der österreichisch-ungarischen Monarchie, also in den Nachfolgestaaten hatten, etwa in Prag oder auch in Budapest und in Südosteuropa. Aber es war klar, dass de facto ein großer Strukturbruch mit der Wirtschaft der österreichisch-ungarischen Monarchie auch den Finanzsektor betroffen hatte. Was die Banken damals versucht haben, war eines: sie haben versucht, ihre Profitabilität dadurch zu erhalten oder zu erhöhen, dass sie massiv an Spekulationen teilgenommen haben. Und die erste Welle der Bankenzusammenbrüche, die so etwa Mitte der 20er Jahre stattfindet, ist eine, die im Wesentlichen darauf zurückgeht, dass es Spekulationen in Fremdwährung waren, vor allem im französischen Franc, auf dessen Abwertung man spekuliert hat und wie das bei manchen Spekulationen halt so eintritt, ist dieser Zusammenbruch nicht erfolgt und hat dazu geführt, dass eine Reihe von österreichischen Banken pleite gegangen ist. In der Folge allerdings waren es nicht nur solche Spekulationen, sondern es war auch
die Finanzierung von politischen Bewegungen, also unter anderem auch der deutschnationalen oder der bereits heraufdrängenden Hakenkreuzler-Bewegung. Also etwa eine dieser Banken, die da gegründet werden sollte, war eine programmatisch-antisemitische Bank. Das heißt, in ihren Statuten hatte sie die Zielsetzung, dass man den Juden auf jenem Felde begegnen solle, das er glaubt, beherrschen zu können, nämlich in der Finanz. Es war auch so, dass damals das Aktienrecht eines zugelassen hat, nämlich besondere Begünstigungen für die Gründer einer solchen Bank. Man konnte sich auch damals sozusagen für sein Leben lang als Vorstandsvorsitzender einer solchen Bank mit entsprechendem Salär etablieren. Das ist auch geschehen in der einen oder anderen Bank. Es gab da diese Steirer Bank, die sehr eng verknüpft war mit dem steirischen Landeshauptmann Rintelen, der später dadurch traurige Berühmtheit erlangt hat, dass er im Jahr 1934 beim Nazi-Putsch im Hotel Bristol darauf gewartet hat, dass tatsächlich dieser Putsch siegreich beendet wird, was leider also nicht in seinem Sinne geschehen ist. Aber auch ein damaliger Finanzminister, Ara, war also mitbeteiligt, und es war nicht zuletzt auch eine Finanzierung der Heimwehren, eine Finanzierung auch der christlich-sozialen Partei, die durch die Banken, auch durch Staatsbanken, wie etwa die Postsparkasse, erfolgt ist. Es waren nicht nur die misslungenen Spekulationen, die haben auch eine Rolle gespielt, sondern es war eben mehr, was da herausgekommen ist an politischer Korruption. Eine zweite Welle von Bankenzusammenbrüchen ist dann im Gefolge der Wirtschaftskrise oder, wenn man so will, als Einbegleitung der Weltwirtschaftskrise auch tatsächlich erfolgt. Während bei uns immer die Weltwirtschaftskrise, der Beginn mit dem Schwarzen Freitag, der in Wirklichkeit ein Donnerstag war, an der New Yorker Börse verknüpft wird, ist es in vielen amerikanischen Publikationen so, dass der Beginn der Wirtschaftskrise, der Weltwirtschaftskrise, mit dem Zusammenbruch der Wiener Kreditanstalt gesehen wird, einer Bank, die damals mehrheitlich der Familie Rothschild, dem Wiener Zweig der Familie Rothschild, gehört hat und die vorher gezwungen worden war, oder sehr stark unter Druck stand, eine Bank aus der Pleite zu übernehmen, nämlich die sogenannte Bodenkreditanstalt, und dann selbst in größte Schwierigkeiten gekommen ist. Diese Schwierigkeiten haben aber auch bedeutet, da die Banken nicht nur Kreditgeber, sondern auch Gesellschafter großer österreichischer Industrieunternehmen waren, dass damit nicht nur ein Zusammenbruch der Banken verbunden war, sondern auch, dass sehr viele Industrieunternehmungen ganz wesentliche Einbrüche erleiden mussten. Also etwa eine Stadt und ein Unternehmen, das besonders stark von der Krise betroffen war, nämlich Steyr, mit Steyr Daimler Buch, war eine Tochtergesellschaft der Kreditanstalt de facto. Also das heißt, hier lag die Aktienmehrheit, und der Zusammenbruch der Kreditanstalt hat natürlich auch entsprechende Folgen für eine Reihe von Industrieunternehmen gehabt und hat dazu geführt, dass Österreich wahrscheinlich unter den europäischen Ländern jenes Land war, dessen Anteil an Arbeitslosen, am gesamten Arbeitskräftepotenzial sicherlich an der Spitze der Industrieländer lag. Also nicht sehr weit entfernt von dem, was in Deutschland oder in den USA zu verzeichnen war, aber es war, wenn man sowohl Arbeitslose als auch Ausgesteuerte zusammennimmt, in der tiefsten Krise eine Zahl von deutlich über einem Drittel der Menschen ohne Arbeit bis hin zu 40%.
Und das hat natürlich unter anderem nicht nur dazu geführt, dass dieses Österreich politisch instabil wurde und dass es de facto dann zu einer Veränderung der Situation in vielen Städten und in vielen Gemeinden kam, die ja nicht zuletzt auch beschrieben wird von österreichischen Sozialwissenschaftlern in der berühmten Studie Die Arbeitslosen von Marienthal. Also wenn man so will, eine erste Studie, die dann mit Methoden arbeitet, die später eine sozialwissenschaftliche Studiengesellschaft von Heinz Kinzel ebenfalls angewendet hat. Ja, vielleicht ein ganz kurzer Blick auf heute. Ist das vergleichbar? Ich glaube, von den Ursachen her gibt es nicht ohne weiteres einen Vergleich. Was die Frage der politischen Korruption betrifft, ich glaube, da kann man schon auch darauf hinweisen, also diesmal ist es nicht die Steiermark, sondern es ist ein benachbartes Bundesland, das da stärker involviert ist. Aber die Muster sind durchaus ähnlich. Und es ist auch so, dass die Belastung des Staates dadurch wieder relativ groß ist. Es gibt einen großen Unterschied und den möchte ich schon herausheben. Bei aller kritischen Betrachtung auch der Ersten Republik ist darauf hinzuweisen, dass ein guter Teil der Informationen, die Karl Lausch verarbeitet hat, de facto einer Untersuchung einer parlamentarischen Kommission entstammen, bei der vor allem ein Sozialdemokrat als stellvertretender Vorsitzender dieses Ausschusses, das war Stern, sehr penibel aufgearbeitet hat, sowohl die Tatsachen als auch die Hintergründe vieler dieser Dinge, die Ausch hier anführt. Also ohne eine solche Arbeit wäre dieses Ausschbuch sicherlich nicht erschienen und wüssten die Historiker sicherlich viel weniger. Mein Gefühl ist, dass künftige Historiker es bei der Aufarbeitung der jetzigen Bankenskandale in Österreich ein bisschen schwieriger haben werden. Leichter. Nein, ich weiß es nicht. Das war da vom Handelsministerium der Ministerialrat Würzel und dessen Schwester, die Nobelschneiderin Leitner, die hat in ihrem Lederhosensalon diese ganzen FPÖ-Leute, Kantutsch und so weiter empfangen und die hat die ganzen Leute aufgeheizt, dass sie von Österreich aus die ganze Welt kaputt machen. Wir bleiben noch eine Sekunde. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn es auch jetzt sowas wie eine parlamentarische Kommission gäbe. Genau, das habe ich auch so verstanden. Die das aufarbeitet. So habe ich dich verstanden. So, bitte Herr Kinzel. Ja, also ich möchte noch etwas hervor. Lauter, ja. Ich möchte noch etwas erwähnen, was du nicht erwähnt hast und was Ausch in seinem Buch so sehr deutlich gemacht hat. Und das hat auch eine Beziehung zur Gegenwart. Es war nämlich so, dass die österreichischen Banken verdrängt worden sind. Also in Tschechien, in Ungarn, in Jugoslawien waren extrem nationalistische Tendenzen. Man wollte nicht nur weg natürlich von der Habsburger Monarchie, sondern hat auch die Banken verdrängen wollen und hat sie auch erfolgreich verdrängt. Und die österreichischen Banken haben aber geglaubt, sie werden diesen Boden halten können, aber das ist also daneben gegangen. Und da komme ich also gleich zur Gegenwart und sage, dass durch die Europäische Union wahrscheinlich eine
so schwierige Lage, wie sie in der nachfolgenden Weltwirtschaftskrise war, vermieden werden konnte. Denn, und ich rede da nicht so theoretisch, wie, entschuldige schon, du geredet hast, sondern ich habe das als Kind zu deutlich erlebt. Mein Vater hat eine Drogerie in St. Leithen gehabt. In St. Leithen hat es nur Arbeitslose gegeben und er ist in Konkurs gegangen. Und darum habe ich auch Nationalökonomie studiert, denn die sehr viel Bauchwärme machen Medizin und die im Kopf ist haben dann Psychologie. Ja, also das ist eine boshafte Bemerkung, die ich gleich zurücknehme. Aber was also ganz wichtig war noch, wieso ist es denn durch diese kleine, relativ kleine Bodenkreditanstalt zu so einer Katastrophe weltweit gekommen? Es haben nämlich bei den Friedensverträgen die Siegermächte einen furchtbaren Fehler gemacht, der auch von Keynes kritisiert wurde, nämlich dass Deutschland seine Kriegsschuld durch entsprechende Leistungen in Hartwährungen erbringen musste. Worauf die Deutschen sich also in den USA Kredite aufgenommen haben und natürlich sehr viele kurzfristige Kredite waren. Und wie dann die Bodenkreditanstalt zusammengebrochen ist, dann ist man auf einmal in den USA äußerst misstrauisch geworden und hat also auch diese Politik der kurzfristigen Kredite durchschaut. Und da ist also dann der Zusammenbruch und auch die Weltwirtschaftskrise so akut geworden. Ich möchte mir eine Randbemerkung jetzt erlauben. Ferit, du hast also den Lazarsfeld erwähnt. Ich würde dem Republikanischen Club empfehlen, auch einmal eine Tagung über Lazarsfeld und seine Leute zu machen. Das waren nämlich ganz exzellente Typen. Lazarsfeld, ich habe jetzt schon Anfang, gleich noch im Krieg, gelesen, die Arbeitslosen von Marienthal. Und bin dann vom Kreisdienst des Kuratorium des Instituts für höhere Studien gekommen und da sitzt wieder mir ein Herr und tut Zigarren rauchen. Das war mir unsympathisch. Und auf einmal sagt einer, Herr Professor Lazarsfeld, ihr glaubt wie voll vom Stockerl, denn ich habe angenommen, Lazarsfeld, Jude und Sozialdemokrat, ist von den Nazis umgebracht worden. Ich habe ihm aber dann einmal, wir haben uns sehr angefreundet, ich habe ihm immer zum Flugplatz gebracht. Eines Tages habe ich mir Mut genommen und habe gesagt, du, mach einmal, ich sage dir was Furchtbares, aber bist nicht besser. Ich habe geglaubt, die Nazis haben die umgebracht. Also du siehst, ich lebe noch. Also, und so hat auch Karl Asch überlebt. Nicht wahr? Und Karl Asch war auch einer von den Remigranten, die dann für den Aufbau der österreichischen Wirtschaft Enormes geleistet haben. Ich bin heute noch dem Mekasi dankbar, denn der hat Leute wie den Edi Merz und die Marika Kaseci, den Philipp Rieger, den alle aus England dann vertrieben und die sind nach Österreich zurückgekommen und haben uns sehr, sehr geholfen beim Wiederaufbau, bei der Überwindung von völlig falschen Ideologien, zum Beispiel auch von der, dass man so eine Planwirtschaft machen kann. Da haben wir vom ÖGB aus ein Programm gemacht und haben da eben die neue Linie der Wirtschaftspolitik gezeigt. Und Karl Asch hat vor allem in der Arbeiterzeitung in seinen regelmäßigen Kommentaren auch einige Irrtümer, die in den Köpfen der Österreicher vorgeherrscht haben, bekämpft und hat auch immer wieder die Gefahren von Inflation herausgekehrt. Denn er hat das ja noch als Junger, ich bin auf die Welt gekommen, wie die Inflation zu Ende war. Aber er hat die Inflation noch als Erwachsener kennengelernt, die Inflation der frühen 20er Jahre. Und hat da in der Arbeiterzeitung einen andauernden Kampf gegen Inflation geführt. Und hat auch dann, auch einer, der zurückgekommen ist, Wirlandner, hat ja dann auch diese neue Politik entwickelt, wie wir einen ordentlichen Wiederaufbau zustande bringen und auch eine Stabilität der Währung. Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere von Ihnen sagen,
Ja, und da tut die Europäische Zentralbank die Inflation mit 2% für gut halten. Und was kriegen wir aus unseren Spareinlagen von den Banken? Naja, man glaubt halt daran. Super, danke. Ferdinand, wolltest du? Brigitte? Aber vielleicht noch ein bisschen, du hast angerissen den Vergleich oder den Bezug zu heute, weil wir doch gesagt haben, das hat eine gewisse Aktualität, auch die Korruption, die Ebene der politischen Korruption. Willst du dazu noch was sagen? Naja, ich weiß nicht, ob man sehr viel dazu sagen muss. Da genügt ja die Lektüre der Zeitungen in den letzten Jahren. Aber ist der Vergleich, kannst du da Parallelen sehen, ja, oder siehst du da Unterschiede auch? Sicherlich einer der großen Unterschiede, und Heinz Kinzel hat darauf hingewiesen, ist, dass erstens einmal die Finanzkrise ja zweifellos nicht von Österreich ausgegangen ist. In dieses Mal. Man kann jetzt darüber diskutieren, auch die Gründe für die damalige Wirtschaftskrise sind ja nicht allein an den deutschen Reparationen oder an der Verschuldung Deutschlands festzumachen. Österreich ist die mächtigste Auslandsgruppe in den USA. Hat einen Stummfall schon geschrieben 1980. Okay, wir verweilen noch. Wenn man sich nur die USA anschaut, dann kann man nur sagen, scheiß Österreich. Ich glaube, einer der wesentlichsten Unterschiede ist nicht nur, dass jetzt anders reagiert worden ist. Ja, vielleicht, dass man kurz darauf noch auf die und wirtschaftspolitischen zwar nicht Reaktionen. Nicht nur in Österreich, sondern dass international auch anders reagiert worden ist. Es ist allerdings schon hinzuzufügen, dass nach dieser ersten Reaktion zunächst einmal eines eingetreten ist, nämlich die Staatsverschuldung ist, und zwar aufgrund einer durchaus richtigen Reaktion, man hat eben zugelassen, eine stärkere Staatsverschuldung. Man hat auch versucht, die Leute zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich in Beschäftigung zu halten durch Kurzarbeit. Das alles kostet natürlich, und die Verschuldung jetzt im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt ist in fast allen europäischen Ländern oder vor allem in westeuropäischen Ländern rund 10 Prozentpunkte hinaufgegangen. Und für mich ist eigentlich erstaunlich, wie schnell eine Krise des Finanzsystems zu einer Krise der Staatsfinanzen umbenannt wurde. Und was wir derzeit erleben, ist zweifellos eines, dass in der Europäischen Union, so wichtig eine gemeinsame Währung bei der Bewältigung dieser ersten Krisenphase war, es tatsächlich so ist, dass doch ziemlich dogmatische Argumente dazu führen, dass es in einigen Ländern, in denen es natürlich die eine oder andere strukturelle Schwierigkeit gibt, die Arbeitslosenzahlen, insbesondere die der Jugendarbeitslosigkeit, unerträgliche Ausmaße erreicht haben. Und wir schon in eine Situation kommen, in der es nicht nur eine ökonomische, sondern in erster Linie eine politische Frage ist, wie man mit dem geht. Ja, also genau. Aber das, was ein wichtiger Punkt war, wirtschaftspolitisch wurde doch jetzt, also in der Krise, die wir jetzt hatten, eine Nuance anders gehandelt. Es war zunächst nachfrageorientiert. Also so, wenn ich mir zum Beispiel die Reaktion der USA ansehe, so war sie zweifellos eine ganz andere, als sie damals ergriffen wurde. Es ist erst sehr viel später im New Deal, ist ja erst eines versucht worden, nämlich tatsächlich zu einer nicht nur Veränderung der Vermögens- und Einkommensverhältnisse zu kommen, also etwa eine prohibitive Steuer, die mit der Roosevelt die arbeitsschaffenden Maßnahmen finanziert hat, und Vermögensabgaben, die eingeführt worden sind, sondern auch erhebliche staatliche Eingriffe, die vorher tabu waren. Während wir heute in einer Situation sind, in der es nach wie vor
außerordentlich schwierig ist, zum Beispiel Interventionen der Europäischen Investitionsbank werden von vielen Ökonomen überhaupt nicht gutiert, weil eben erwartet wird, dass eine Vermehrung der Geldmenge zu sofortiger Inflation führt, was ja tatsächlich nicht der Fall ist, sondern die Gefahr ist eher da, dass wir eine Situation erleben, wie sie etwa Japan seit einigen Jahren hat, nämlich nicht ein Inflationchen, sondern sogar ein Deflationchen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied. Ja, ich möchte noch zwei kleine Punkte bringen. Zwei kleine Gesichtspunkte einbringen. Das eine ist, ich habe mal mit einem Kollegen, war kaum Generaldirektor der Nationalbank, eine Studie gemacht, kann ein Kleinstaat eine autonome Konjunkturpolitik betreiben? Mein Assistent war der Wranitzky. Nicht? Und wir sind zum Schluss gekommen, ein Kleinstaat kann das nicht, es kann nur eine größere Einheit machen. Und das haben wir dann bewiesen und das hat in der Praxis, aber das würde zu weit führen, das zu erzählen, dann Schwierigkeiten über Schwierigkeiten gegeben, aber wir haben es dann letzten Endes dann doch durchgestanden. Und was die Europäische Union jetzt gemacht hat zur Krisenüberwindung, das ist schon etwas an Politik, an Konjunkturpolitik. Nicht das, was man sich erträumen kann, aber immerhin, es ist etwas gemacht worden, was einen wirklichen katastrophalen Zusammenbruch verhindert hat. Aber jetzt möchte ich auch noch eine positive Bemerkung anbringen. Es gibt ein schönes jüdisches Sprichwort, das lautet, was ist Chuzpe? Wenn einer Vater und Mutter umbringt und dann eine Rente als Vollweise beantragt. Aber es gibt auch einen zweiten Fall von Chuzpe. Wenn eine Partei in ihrem Herrschaftsgebiet eine Finanzkatastrophe herbeiführt und dann einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss verlangt, das ist auch Chuzpe. Ich glaube, man muss vielleicht auf etwas mitbringen, halt auch schon auch beeindruckt ist, obwohl es natürlich dazu auch andere bedeutende Literatur gibt, ist seine Darstellung der Genfer Sanierung, der ja mit äußerster Skepsis im Unterschied zu manchen anderen gegenübersteht, insbesondere zu den Bedingungen der Genfer Sanierung 1923-24 und seine Ausführungen über die Gestion der Lausanner Anleihe 1932. In beiden Fällen sind ja zwei Tendenzen, die wir heute auch haben. Erstens diese Sanierung zu nutzen zur Durchsetzung sozialpolitischer Vorstellungen dritter, interessierter gegenüber sozialpolitischen Standards in einem Land und zur Minderung der Ansprüche auf diesem Gebiet. Aber zweitens auch eine autoritäre politische Formierung, eine teilweise Entmachtung der parlamentarischen, des Parlaments, Entmachtung auch der Regierung, die nicht mehr über das Budget und nicht mehr über die Einnahmen entscheiden kann und das dirigieren kann, sondern von Kommissaren abhängig wird. Aber diese Entmachtung geht ja in dieser Zeit einher und das müssen wir uns heute auch fragen bei solchen Sanierungsaktionen, geht ja auch mit reaktionären politischen Ideen einher, Van Dongen und Zimmermann, die da als Kommissare dienten, waren ja beides eher in die faschistische Richtung später gehend, besonders im ersteren Fall, und haben auch eine repressive Politik und autoritäre Politik in Österreich selbst befürwortet. Hast du eine laute Stimme? Ich habe an und für sich eine laute Stimme. Und ich denke, dass also eines. Vielleicht stehst du auf, dann hört man dich noch besser. Ja, ich kann leider. Entschuldige, verzeihung. Ich kann leider nicht sehr lange stehen, das halte ich mich aus. Aber ich nehme an, ich werde auch so zu hören sein. Und ich denke, dass also das Ausspruch beim ersten Mal zu einem falschen Zeitpunkt erschienen ist, nämlich zu dem Zeitpunkt,
wo man sich darauf geeinigt hat, über den Austrofaschismus nicht zu sprechen. Und es ist also ein ganz wesentlicher, wesentliches Ding. Der Konstantin hat also ja schon vorhin darauf hingewiesen, das war also die sogenannte Seipelsanierung. Also wir müssen das Ding natürlich nennen, wie es also in der Geschichte mit passiert. Und da hat Seipel etwas getan, was in Wirklichkeit zur Faschisierung Österreichs sehr stark beigetragen hat. Denn Alexander Spitzmüller, der Fachmann mit gewesen ist auf konservativer Seite, hat fast die gleichen Schlussfolgerungen gezogen, die Otto Bauer in seiner Arbeit über die Seipelsanierung getan hat, und daraufhin wurde also der Spitzmüller ganz einfach von den Konservativen abserviert und von Menschen, die dem Faschismus nahe gestanden sind, ersetzt. Und das ist also, wie gesagt, in den 60er Jahren erschienen. Und zu dem Zeitpunkt war also die Koalitionsgeschichtsschreibung angesagt. Und da hat man natürlich auf derartige Dinge zu wenig Rücksicht genommen, beziehungsweise hat zu wenig darauf hingekriegt. Und ich habe also noch das Glück gehabt, dass ich mit dem Karl Ausch sprechen konnte, wo beim Karl Ausch ja auch eine Problematik war. Die englische Emigration hat den Karl Ausch geschätzt. Die englische Emigration waren also auch diejenigen, mehr oder weniger die beiden Pollacks, die ihn veranlasst haben, zurückzukommen. Und die amerikanische Emigration hat ihn nicht besonders geschätzt. Und trotz alledem ist also meine Begegnung mit dem Karl Ausch durch den ersten Obmann der revolutionären Sozialisten, den Manfred Ackermann, erschienen. Aber nicht aus dem Grund, damit er jetzt auf einmal, wenn ihr so wollt, die geistigen Seiten gewechselt hat, sondern es ging darum, eben mit am Rechten über Wirtschaftspolitik zu reden. Und das habe ich mit damals getan. Und es war ganz, ganz traurig für mich, dass es so lange gedauert hat, dass es eine Neuauflage gab. Weil zumindest könnten wir damit einiges an der österreichischen Geschichte von 1923 bis 1966 revidieren. Und nicht dem ganzen Karl. In der Beziehung war also Karl Auscher ganz hervorragend, und wer seine Artikel zum Beispiel in der Arbeiterzeitung sich durchgelesen hat, hat wahnsinnig viel davon gelernt. Danke. Alexander, du warst ja der Verdienstvolle, der das herausgebracht hat. Vielleicht willst du noch was sagen? Ich meine, das hätte Ihnen ja andere auch schon vorher machen können, bevor es der Alexander gemacht hat. Ja, das wäre sozusagen die Antwort. Es war eher ein Zufall, dass ich das entdeckt habe, war für mich, ja, zuerst einmal. Und die Verwunderung darüber, dass es erstens dann, wenn man es weiter verschenken will, weil man sich denkt, das ist eine tolle Lektüre, dass man da lang suchen muss. Gleichzeitig auch, dass der Karl Ausch, also wer hat dieses Buch geschrieben, wenn man sich mit Exilautoren und Autorinnen beschäftigt, Dann hat man so ein Déjà-vu-Erlebnis, wieder ein Vergessen. Und das nicht vergessen, weil es nicht im Rahmen der Ökonomen und Ökonominnen, sondern des heutigen Alltags. Also auch bei hiesigen Diskussionen war mal so vor zwei, drei Jahren, niemand hat den Karl Ausch gekannt bei einer Diskussion über aktuelle Wirtschaftsprobleme. Und das waren dann doch auch Ökonominnen und Ökonomen, aber halt eine andere Generation. Und das Ganze wieder zurückzubringen, war ein Anliegen, und konnte dank der Kramer-Gesellschaft und einiger Förderinnen ermöglicht werden. Und ja, danke für die Unterstützung von allen, die da mitbeteiligt waren. So viel dazu. Auf jeden Fall, falls jemand anderer ein Buch ähnlichen Ausmaßes kennt oder entdeckt, es ist zwei, drei Jahre Arbeit. Es gibt genug Verlage, die zum Beispiel unsere, die meines mit Exil-Literatur, mit Exil-Autoren zusammenhängen, Autorinnen, die das auch dann versuchen zu machen. Das funktioniert vielleicht nicht immer,
man ist dann doch von viel abhängig. Aber die Bemühungen sind da und die Möglichkeiten sicher auch. Und es gibt sicher noch einige solche Schätze zu dieser Zeit, die da schlummern und die vielleicht der eine oder die andere von euch kennen. Josef Butschek, bitte. Kurz. Ich möchte an dich anschließen und ein bisschen an Quer. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung war sehr gut gewählt und goldrichtig. Aus folgendem Grund. In der OECD ist man nach dem Ölschock 1 draufgekommen, das Wirtschaftswunder läuft nicht mehr. Es wurde eine Kommission eingesetzt, der Vorsitzende war Mr. McCracken, der Vertrauensmann der amerikanischen konservativen Regierung. Der Befund war, wenn man es auf drei Hauptaspekte beschreibt, der bisherige Wachstumspfad wird schwerlich auf langfristig 3,5% zu halten sein, aber das wäre halt schön, wenn uns das gelänge. Der bisherige, frühere Wachstumspfad ist vorbei und wird nicht wiederkommen. Die zweite Aussage war, in der Welt tut sich jetzt so viel Neues, neue Staaten kommen, neue Volkswirtschaften. Es wird wahrscheinlicherweise vermehrte Anstrengungen brauchen, um den Anteil am Welthandel, den die OECD, der flugbereichen Staaten, hat, zu halten. Und der dritte Punkt war, wir hoffen, dass sie die Ölländer weiterhin zerstreiten und dass kein weiterer Preis erhöht wird. Das war sozusagen zwischen den Zeilen. Wie man weiß, gab es noch Ölschock 1, einen Ölschock 2 und die OPEC wurde Realität und hat die Preise vorgegeben. Jetzt fragen Sie alle, warum sind die Armen nicht dabei, die haben doch so eine große Ölproduktion. Weil die OPEC eine Gesellschaft der produzierenden und exportierenden Ölmärkte ist und die Arme per Gesetz den Ölexport verboten haben. Was machen die Ökonomen in dieser Lage im reichsten Club der Welt? Sitzen bei uns. Sie machen wieder eine Kommission. Man nimmt diesmal einen anderen Mann als Vorsitzenden, einen Franzosen, Jean-Jacques. Und die Experten, die man in diese Kommission berufen hat, die hat noch nicht so scheu wie Mr. McCracken den Erfolgsweg einer staatlich beeinflussten, wachsenden Wirtschaft nach 1945 unter dem Stichwort Marshallplan, ist es meistens noch geläufig, schlecht zu reden oder als unguten Zustand, unerwünschten, abweichenden Zustand skeptisch zu beurteilen, sondern man hat es zur Kenntnis genommen, dass es aufgrund des starken Engagements von Regierungen, die bestimmte Ziele verfolgt haben, diesen Wachstumspfad gegeben hat. Aber man musste nur dazu im Lichte von Foresters Weltmodell und der Endlichkeit der Erde und des Berichtes des gab auf Rom zur Kenntnis nehmen, dass ein neues Denken notwendig ist. Und die Frage war jetzt, wie nennen wir das Denken? Der McCracken hat gesagt, das Denken ist ganz einfach, der Kapitalismus hat quasi einen Schnupfen, er hat ein konjunkturelles Problem. Und die Experten haben in den Arbeitsgruppen gemeint, so kann man das nicht sagen, wir müssen schreiben, der Kapitalismus hat ein strukturelles Problem, er wird sich ändern müssen, weil der Export von Industrie und Produktion mit hocheffizienten, arbeitskraftsparenden Mitteln in den Entwicklungsländern wird auf jeden Fall dazu führen, dass wir immer weniger Anteil am Weltmarkt haben werden. Natürlich kommen dann die hohen Politiker ins Spiel, also der Bericht wurde etwas abgeschwächt von den drei Szenarien, die gerechnet wurden unter acht möglichen, kam man dann doch zur Meinung, es ist wieder eher ein Konjunktur. Und jetzt, in dieser Zeit,
hat Karl Ausch darauf hingewiesen, was passiert ist, wenn die Politiker einen falschen, einen autoritären, einen schädlichen Weg für die Einkommen der Massen und der Arbeitenden wählen. Das war der wichtigste Zeitpunkt zu dieser Zeit. Aber die politische Konjunktur, und da muss man dem Peter Lutz gerecht geben, war ganz anders. Die politische Konjunktur war Schluss mit dem Keynes, der Staat soll sich raushalten, die gesunden Kräfte der Wirtschaft, die sollen dort arbeiten, wo sie arbeiten wollen. Und die hohen Löhne sind Schattenlöhne, die stärken nur die Gewerkschaftsbürokratie und bringen keinen Vorteil. Das können Sie alles nachlesen in den Arbeitspapieren. Und diese Politik ist auch durchexerziert worden. Und deswegen freut es mich so, dass wir heute am Beispiel von Karl Ausch ein bisschen die Fassade lüften und das entdecken, was sonst immer sozialistische Meinung war und nicht nur, wo das Geld den Drücker hat, dort fallen die Entscheidungen. Und wenn man das nicht will, braucht man Information, glaubwürdige Information, glaubwürdige und nachvollziehbare Werte, die man auch lebt, und die Möglichkeit, in einem vertretbaren demokratischen Rahmen darum zu kämpfen. Und das ist das Kern, der Kern der Demokratie, dass die Wähler glauben können, durch ihre Wahlentscheidung etwas zu verändern und nicht das, was wir erlebt haben, dass mehrheitlich sozialdemokratische Mandatare in der EU und in der EU-Kommission einen durch und durch kapitalistischen Weg eingeschlagen haben, der in Österreich lange Zeit abgelehnt wurde mit dem Bemerken, das ist die EU, die EWG, der Monopole. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke, man soll uns nicht zum Vorwurf machen, dass wir die Leute nicht zu Wort kommen lassen, aber jetzt hätte den Zwischenrufer bitte ich unbedingt einmal hervorzuheben. Okay. Ja, gleich, ich wollte nur vorher, ich habe Sie schon gesehen, ich wollte nur vorher fragen, gibt es vielleicht eine Frau, die sich auch zu Wort melden möchte? Wir hatten bis jetzt nur Männer. Die würde ich gerne vorziehen. Ja, habe ich immer nicht mehr gesehen? Okay, dann bitte Sie, aber kurz bitte. Ja, ich möchte nur ganz konkrete Dinge sagen. Erstens, der Bonokreis ist emigriert nach Schweden. Und der Background vom Bonokreis war, dass der Dollfuss seinen besten Freund ermordet hat. Und in Schweden hat er dann eine industrielle Tochter geheiratet von einem Textilindustriellen. Die Textilindustriellen haben die Zellulose abnehmen müssen, können nur, wenn sie das Nebenprodukt abgenommen haben, was dann so ist, Triglycerid-Phosphat. Und dieses Triglycerid-Phosphat ist ein Rohstoff für Giftgaserzeugung. Also hat der Kreis seine Finger im Spiel gehabt mit dem Export von jetzt haben die Nazis den Kreis nach dem Krieg aufgebaut, weil sie den in der Hand gehabt haben. Und er hat das gewusst, oder? Es tut mir leid, Peter Kreis. Es geht um einen Ausch und nicht um einen Kreisky. Gut, ich bin schon weg vom Kreis, ich bin in der heutigen Zeit. Wer raubt heute den Staat aus? Das sind die Schwägerinnen und was da dranhängt von diesen Verstorbenen, der 2002 verstorbenen Handels, Watzeler was des Eolas, du schweigst darüber, vom der Anton Würzel, ein Nazi, der von den Nazis aufgebaut worden ist als Killer, 1989 im Alleingang, den Sozialminister Dahlinger ermordet hat, mit seinen zwei Schwägerinnen, einige Milliarden kassiert hat. Der war überall dabei, den Probst, und zwar hat er diese ganzen Leute gekannt, Probst, Sokol, Androsch, die hat er den Kreisky hineingeschoben, und wenn er zu viel gewusst hat, der Kreisky, und schon hat er noch was des Eolas, man kann ja nicht alles machen. Okay, danke. Baustoffe gemischt, um den Arbeiter und den Jugendlichen nur aufzulösen in den 70er Jahren oder so. Also man soll jetzt wirklich den Vorwurf machen, dass man die Leute nicht zu Wort kommen lässt. Vielen Dank für diese wertvollen Informationen. Hör mal, bitte, wer wollte noch? Nein, bitte, lass mal das. Der Kreis geht nicht mehr. Vielleicht doch interessant, da bin ich gerne. Ich komme da nicht so zurück.
zurückziehen. Ich will jetzt nicht selber was sagen, nur an die Podiumsteilnehmer. Es ist so interessant, sich zu fragen, wie verrauscht dieses Verhältnis von Patriotismus, Nationalismus war. Ich vermute ja doch, dass er eigentlich gegen einen nationalen Standpunkt in einer Wirtschaftspolitik, dass man hier für sich selbst doch schaut, dass man die Dinge in Ordnung hält, nichts einzuwenden hatte und nur gegen den dummen Nationalismus war. Okay, wir machen jetzt noch eine, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde am Podium und dann gibt es die Gelegenheit, das Buch zu kaufen und es gibt auch noch Gelegenheit bei einem Getränk. Also das noch, wir machen jetzt noch eine Runde am Podium und dann hören wir langsam. Ja, also ich möchte noch wieder auf Aussch zurückbringen. Ja. Es war so, es war Anfang der 50er Jahre, da waren diese Lohn- und Preisabkommen passé und da ist der Per Ausbrink, der Generaldirektor des Internationalen Währungsfonds, bei Böhm aufgetaucht, ich war da auch dabei, und hat ihm gesagt, ihr wollt doch die Besatzung loswerden. Die werdet ihr nie los, wenn ihr nicht wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen könnt. Und die Amerikaner gehen nicht weg, wenn ihr nicht auf eigenen Füßen steht. Und das schafft ihr nur, wenn ihr die Inflation bekämpft. Und da haben, also das war natürlich für den Böhm genau das, was er hören wollte. Da ist also dann diese große Aktion gemacht worden, ein Lohnstopp auf ein Jahr, dann die Preissenkung der Industrie, die ist uns der Ende des Koreakriegs zugute gekommen, weil dann die Preise am Weltmarkt gesunken. Der langen Rede kurzer Sinn, es ist da eine neue Politik eingegangen. Und Aussch hat das dann in den vielen Artikeln, die er geschrieben hat, unterstützt. Und das ist etwas, was uns heute fehlt. Unsere Journalisten sind auf Skandal, auf Übertreibung aus und ich weiß keinen, der so etwas leistet wie der Aussch, dass er wirtschaftliche Vernunft, planvolles Handeln, sinnvolle Unternehmungen unterstützt. Danke. Vielen Dank, Herr Kinzel. Brigitte. Bitte, sag mal. Oder du. Ja, vielleicht. Da gibt es ein Mikrofon. Vielleicht eines. Ich glaube, es geht auch ohne Mikrofon. Du hast ja gestimmt. Vielleicht eines. Aussch weist ja selber darauf hin, im Nachwort zu seinem Buch, welche Veränderungen es gegenüber den 20er Jahren gibt, zu der Zeit, zu der er dieses Buch geschrieben hat. Und das ist vielleicht ganz interessant zu sehen, ob das auch heute noch aktuell ist. Also eines, worauf er hinweist, ist, dass die Stabilisierungsmaßnahmen, die insbesondere durch das Bretton Woods-Abkommen auf dem Währungssektor damals nach dem Zweiten Weltkrieg eingeleitet worden sind, dass die sehr stark eine positive Entwicklung der Weltwirtschaft eingeleitet haben, begünstigt haben. Insbesondere eine sehr starke Expansion des Welthandels. Was allerdings seither passiert ist, ist eines, wir haben eine Abkehr vom Bretton Woods-System mit Nixon, Finanzierung des Vietnamkriegs damals, konnte der Goldstandard gegenüber dem Dollar nicht mehr aufrechterhalten werden. Und was wir seither haben, sind natürlich ganz wesentliche Veränderungen im Währungssystem gewesen und damit eine stärkere Instabilität, eine stärkere weltwirtschaftliche Instabilität. Worauf schon hingewiesen werden muss, ist allerdings eines, dass wir auf der europäischen Ebene, insbesondere durch die gemeinsame Währung, mit allen Schwächen, die sie hat und mit allen Schwächen, die vor allem darin bestehen, dass wir de facto nicht eine gemeinsame Finanz- und Währungs- und Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union haben und de facto weniger Möglichkeiten der Intervention haben, als sie etwa Großbritannien oder die Vereinigten Staaten von Amerika haben, dass aber trotzdem, insbesondere für die kleinen Länder, und das ist das, was ich bei Heinz Kinzel anknüpfen möchte, zweifellos zu wesentlichen Instabilitäten geführt hätte. Zu Instabilitäten, die... Ich muss nur das Halter ein bisschen. Zu Instabilitäten,
die für kleine Länder besonders negative Auswirkungen gehabt hätten. Das ist das eine, was vielleicht zu sagen ist. Das zweite ist etwas, was im Ausspruch ebenfalls vorkommt, ist, dass die österreichischen Banken damals de facto entweder dem Staat oder Genossenschaften gehört haben. Dem Staat oder ja in seinen verschiedenen Ausformungen, entweder der Republik oder dem einen oder anderen Bundesland oder der einen oder anderen Stadt, was insbesondere bei den Sparkassen der Fall war. Das hat sich natürlich ganz wesentlich verändert. Ausch weist allerdings darauf hin, dass auch staatliches Eigentum an den Banken noch nicht heißt, dass es auch tatsächlich eine krisenfreie Entwicklung der Banken gibt. Und wir haben das auch nach dem Erscheinen des Buches erlebt, nämlich sowohl in der Länderbank als auch in der Kreditanstalt sind insbesondere durch Kreditvergaben Situationen entstanden, die dazu geführt haben, dass der Staat als Aktionär einspringen musste, dass Steuergeld investiert werden musste, um ganz wesentliche Verluste der Banken wieder auszugleichen. Und einen letzten Punkt möchte ich noch erwähnen, der bei Ausch keine so große Rolle spielt, aber aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Bedeutung hat. Es ist auf die Genfer Sanierung hingewiesen worden, auf das Lausanner, auf die Lausanner Anleihe. Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt war, der nach dem Ersten Weltkrieg eine sehr große Rolle gespielt hat. Viele Ökonomen, unter anderem natürlich die Sozialdemokratische Partei und Otto Bauer, haben damals die Einführung einer Vermögensabgabe gefordert. Und tatsächlich kam es nicht, weder in Deutschland noch in Österreich, zu einer solchen Einführung einer Vermögensabgabe, die ganz wesentlich dazu beigetragen hätte, die staatlichen Strukturen, die Infrastruktur der Staaten wieder in Ordnung zu bringen. Und was wir derzeit erleben, ist eines: Wir haben eine ganz ähnliche Situation überall, dass etwa die Frage der Umverteilung ja geradezu als obszöne Frage gesehen wird. Aber in Wirklichkeit sind wir in einer Situation, die dazu führt oder geführt hat, dass wir weltweit in den Industriestaaten vor allem eine Veränderung in der Vermögens- und Einkommenssituation haben, die in die Richtung geht, die wir etwa in den Vereinigten Staaten vor Beginn der Weltwirtschaftskrise hatten. Das heißt, was man nicht vergessen sollte, ist, dass bei allen Bemühen um eine Aufwärtsentwicklung, eine konjunkturelle Aufwärtsentwicklung in den europäischen Ländern oder auch in den Vereinigten Staaten oder in Großbritannien in Wirklichkeit natürlich eines noch immer nicht gelöst ist, nämlich die Frage der Einkommensverteilung. Wir haben einen sehr starken Rückgang der Lohnquote in allen Ländern de facto und wir haben eine sehr starke Konzentration des gesellschaftlichen Reichtums in immer weniger Händen. Und das ist etwas, was, glaube ich, die ökonomische Theorie und die ökonomische Politik stärker beschäftigen müsste, als sie das heute tut. Danke. Vielen Dank. Es ist auch etwas, was Martin Schenk immer zitiert, nach jeder Krise sind die Armen ärmer und die Reichen reicher, es sei denn, es wird wirklich massiv dagegen gesteuert, was eben leider nicht gemacht wird in diesem Ausmaß, das notwendig wäre. Vielen, vielen Dank. Das Buch gibt es zu kaufen. Ich sage, es gibt heute die Gelegenheit, es auch von den Herausgeberinnen und vom Vorwärtsschreiber signieren zu lassen. Und es gibt auch noch ein Glas Wein. Also man kann informell noch weiter starten. Es ist noch nicht ganz zu Ende, aber
Es ist die Luft, der Sauerstoff ist schon. Ganz neue Variante der Weltverkehr.